Ja, also hier ist wieder Gudrun. Wir haben jetzt sehr, sehr intensiv getagt und über alles Mögliche diskutiert und viele Dinge beschlossen schon. Jetzt ist gerade wieder Pause und ich habe jetzt diesmal Gabriele hier in der Pause beim Kaffee dabei. Gabriele, magst du dich mal vorstellen, was ist dein neues Aufgabengebiet bei uns? Ja, mein neues Aufgabengebiet ist die Führung der Geschäftsstelle für den Berufsverband. Ich bin da in dem Zusammenhang die Nachfolgerin von der Sonja Blank, die aber immer noch über einen ganz wichtigen Teil sich mit einbringen wird, mit ihrem ganzen Fachwissen. Also ich werde den administrativen Teil schwerpunktmäßig übernehmen. Erzählst du mal ein bisschen was über dich? Über mich? Dass wir dich ein bisschen kennenlernen können. Okay. Also vom Hintergrund her bin ich Betriebswirtin, Sozialpädagogin und Heilpraktikerin und diesen zweiten Teil eigentlich schon seit vielen Jahren als Körperpsychotherapeutin, als bioenergetische Analytikerin. Und den Künsten bin ich verbunden über Tai Chi und Qigong seit Ende der 90er Jahre, auch mit eigener Unterrichtserfahrung. Mittlerweile eigentlich eher weniger Unterrichtserfahrung, mehr die Erfahrung, dieses Wissen, diese ganzen Methodenvielfalt, die wir da haben, einfach tatsächlich in der Therapie auch einzusetzen, mit Einzelnen. Mhm. Bisweilen dann auch in Bildungsurlauben das Ganze zu verbinden mit einem gesellschaftspolitischen oder mit einem sozialpädagogischen Thema. Wo wohnst du denn eigentlich? Wo ist denn die neue Geschäftsstelle dann? Die Postadresse? Die Postadresse ist im schönen Rheingau. Okay. Der Rheingau ist von der Sonne geküsst und vom Wein verwöhnt. Das ist in Geisenheim, 65366. Und ja, auf alle Fälle auch eine Reise wert. Okay. Aber natürlich auch werden da so die Kontaktfäden zusammenlaufen, die Kommunikation wird da drüber laufen. Und sich dann ja, mit allen anderen, die hier im Verband tätig sind, einfach verknüpfen und verbinden. Und ab wann werden wir dann dich am Telefon haben, wenn wir die Netzwerkadresse anruft? Also am Telefon dann wahrscheinlich ab 1.1. Es gibt natürlich einen kleinen Vorlauf im Dezember, wo natürlich erstmal alles installiert wird, wo Sonja mir einfach auch den Rechner, also die Datenbank auch schon geben wird. Natürlich wird schon eine Telefonleitung stehen, aber ab 1.1. wird das dann so der richtig offizielle Startzeitpunkt sein. Super. Ja. So, also wenn der Gabriele mal kennenlernen wollt, dann ab 1. Januar unter der normalen alten Telefonnummer, die schon überall steht. Und dann. Nee, nicht die normale alte Telefonnummer, es wird auch eine neue Telefonnummer geben. Okay, und die wird natürlich dann auch noch veröffentlicht werden. Okay. Also die Daten, die werden nochmal verschickt. Mhm. Wir haben ja noch keine festen Daten. Ich muss es ja erstmal beantragen jetzt. Ne? Alles klar. Genau. Also gut, ihr kriegt noch eine neue Telefonnummer und wenn es was ganz Dringendes gibt, dann vielleicht jetzt noch kurz bis Weihnachten und dann gibt es ein bisschen Durcheinander, wenn alle Akten umgeräumt werden und die neue Telefonnummer installiert wird und der Computer nach. Wohin? Nach Geisenheim umziehen. Nach Geisenheim. Also ich denke mal, das wird im Dezember passieren, weil es da bei mir auch ein bisschen ruhiger wird. Da unterrichte ich dann auch nicht mehr. Und da werden wir den ganzen Umzug machen und dann ist ab 1.1. die Geschäftsstelle, glaube ich, schon ausgestattet. Wobei sicherlich auch die eine oder andere Frage vielleicht noch nicht beantwortet werden kann, weil ich mich auch erst einarbeiten muss. Und da Gott sei Dank noch die Hilfe von der Sonja habe bis Ende März. Aber ich werde da mein Bestes geben, um tatsächlich unter die Arme zu greifen und entsprechend die Fragen zu beantworten oder eben dann jemand zu fragen, der die Antwort geben kann und entsprechend weiterleiten. Ja, sehr schön, du. Vielen Dank. Jetzt brauche ich auch eine Tasse Kaffee, weil wir diskutieren wirklich heiß um die neuen Ausbildungsleitlinien. Das ist ein wirklich schwieriges Thema. Und ich kann euch nur sagen, guckt demnächst mal in die E-Mails rein, die ihr von dem Netzwerk bekommt, damit ihr über die neuesten Entwicklungen wirklich auf dem Laufenden bleibt. Es wird sich viel ändern. Tschüss.